Morgen, morgen, Mensch, Midgards. Da sind wir wohl in Might of Magic. Oder, ja, doch. Clash of Heroes, Might of Magic, so. Letztes Mal wollten wir eigentlich den Bosskampf machen. Wir haben den auch gemacht. Aber, ja, er wurde halt. Papa wurde zu Lord Blutkrone. Völlig grunzenwahnsinnig. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen leveln, dass wir Level 10 erreichen. Wir haben Level 9. Es könnte also sein, dass diesmal die letzte Folge ist. Das habe ich eigentlich letzte Folge angekündigt, aber. Nun gut. Ist es wohl doch nicht geworden. Ich weiß, oben habe ich noch einen Kampf. Wir laufen gerade den Turm nach unten. Ne, den will ich jetzt nicht haben. Ich will erstmal noch einen anderen. Hier, so eine Kämpfe erstmal fertig machen. Ganz unten neue Magier holen. Vielleicht einen Djinn irgendwo noch kriegen. Weiß ich nicht. Und unsere Spezialeinheit haben wir ja auch noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. So, Level 8, ja, gegen 5er Djinns. Müssen wir durch. Den hier löschen. Drei Züge. Unschöne Reihe. Den löschen. Den löschen. Den reinpacken. Den schon mal rüberlegen. Haben wir irgendwo einen blauen frei? Haben wir nicht. Gut, geht doch anders. Wir löschen einfach hier oben den lila. Ach, Kack-Jin, der blockt mal doch meine Einheit so lange. Ach, Kacke. Wisst ihr was? Das lief schon mal Mist. Das lief ja schon mal Mist. Wissen wir mal, euch einfach jetzt rüber bewegen. Das sind zwei Runden vernünftig oder hier rüben und dann die einfach dran klatschen. Ich weiß es nicht, das war gerade Kacke. Ach Mann. Gut, ich bin dem blöden Djinn ausgewichen, ja. Das kann auch sein, auf der Seite gar nicht aktivieren. Höchstens daneben. Ja, war klar, daneben. Ich erwähne es gerade noch. Verdammt. Oh, danke, 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 danke. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir da Mauern hinkriegen, damit der Djinn den nicht eineist. Alles andere, was da drüben passiert, soll fast egal sein. Buff. Nicht gut. Truppen holen, dass sich hier ein bisschen was füllt. So, damit sollte ich vom Djinn auf jeden Fall geschützt sein. Und auf der Seite jetzt auch. Das heißt, wir können ja fortfahren. Schon mal lila eine Formation vorbereiten. So, 27 kommt nur 3 Reihen weiter. Puff, das war's. Das heißt, wir haben genug Platz für die lila nehmen. Links macht der Opus eh eine Mauer kaputt. Ja, der Djinn, der wird eigentlich frei von meinem Djinn. Von ihm ist also nichts zu erwarten. Bisher. Aber wir können das machen. Wir löschen den und nachher gucken, ob wir die Djinns treffen. Vielleicht sogar alle drei. Der ist weg. Der ist weg und der ist auch. So. Bäh. Braucht den gerade nicht. Der ist unnütz. Der Große steht mir gerade im Weg. Wollt die Lila denn da reinklatschen? Damit er in 3 Runden mit denen eine Kombi hat. Blop. Gelbe, blaue. Ach komm, machen wir die schon mal davor klatschen. Reicht eh nicht, weil ich muss ja erst Mauern abreißen, aber dann wird meine Fähigkeit wieder langsam bereit.
Ja, ich denke, das ist ganz gut so. Wir haben ja noch Zeit. Wir müssen ja quasi nicht. Er hat ja gerade Probleme. Hier, machen wir die fertig. Mauern draus geworden. Unverschämtheit. Aber du brauchst links Mauern. Ist ja schön, dass du da rechts rumpuzzelst, um meinen Großen, der in Vorbereitung ist, anzugreifen. Aber links macht er nichts. Das ist so dumm immer von der KI. Gut, die drei Schaden waren es jetzt nicht. Meine Fähigkeit halt oder irgendwas. Was soll ich machen? So, dann machen wir deinen letzten Zug. Das sollte doch der letzte sein. Der rechts läuft komplett durch. Da ist nur, wissen nicht, zwei Widerstand oder drei, was die aushalten. Zwei, drei, zwei. Drei waren es. Und die 98, die heizen halt nahezu ungeschützt durch. Da. So, das ging ja ohne Probleme. Ich bin noch voller Treffer. So, leider immer noch kein Level up. Man. Erhöht die Verbindung, den Verbindungsbonus. Warum das so komisch geschrieben ist, um 50%. Das ist hart. Allerdings mag ich das, dass ich, wenn ich Mauern lösche, die ich ja ständig kriege, Mana bekomme. Das finde ich irgendwie gar nicht schlecht. Ist meine Fähigkeit öfter bereit. Können damit ab und zu mal ein paar Mauern abschießen. Nee, jetzt nicht. Ich will mir neue Magier holen. Danke. Möchte ich bloß gerade nicht. Ist hier nicht noch irgendwo mein Rätsel? Ist hier irgendwas? Ja gut, wir müssen ja nochmal. Wir brauchen noch ein bisschen Level. Den und dann den einen auf dem Weg. Und den haben wir hoffentlich Stufe 10. Gibt es echt keine Rätsel? Wo gibt es denn meine Spezialeinheit? Wo ist die denn? Ist das einfach der Phönix, den ich am Ende kriege oder was? Stehen aber auch beschissen. Ich meine, ja, ich kann eine blaue Einheit machen. Und nu? Ich meine, mehr sehe ich nicht. Ich kann hier zwei löschen, damit ich schon eine Mauer kriege. Ja, aber das ist ja nicht die Lösung. So. Schade. Nichts Tolles bei gewesen. So viele Angriffe, wollen wir mauern. Das sieht doch schon besser aus. Alle Reihen, wo er angreift, sind annähernd geschützt. Wenn auch noch nicht mit voller Stärke. Da brauchen wir, glaube ich, noch eine Mauer. Aktivieren wir den noch erstmal, oder? Dann können wir ja hier drüben noch was vorschmeißen. Oha. Ist irgendwas verreckt? Ich habe halt 8 von 10 Djinns. Ich weiß es nicht. Die beiden leben noch. Der hat halt bloß Mauern überall kaputt gemacht, ja. Hat den da vorschmeißen, macht meine Truppe nur schwächer. Das ist es nicht. Den löschen und blauen hinterpacken. Oder eine Mauer draus machen. Meine greifen zuerst an. Aber links wird meiner sonst abgeschossen. Was schießt denn der? Den schafft er nicht. Dann gehen wir offensiver. So, rechts macht ein bisschen. Ja, gucken wir mal nach links. Ah, doch, die 24 frieren meinen hinten ein, ja. Weil der hier nochmal stärker geworden ist, deutlich. Ach komm.
Jetzt schießt er meine Reihe kaputt, verdammt. Ich kann auch nichts dagegen machen, wirklich. Alles so unspektakulär hier. Links die Angriffe sind unschön. Packt halt doch alles darüber aus, ja logisch. Geht ja gar nicht. Ich überlege hier eine zu löschen, aber so wie ich das dachte, geht nicht, müssen wir so machen. Komm, dann greifen wir hier noch ein bisschen mit an. Machen den fertig, ja. Oh, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Dafür hat meiner jetzt Platz, dass ich ihn aktivieren kann. Eigentlich ganz gut. Und meine sind wieder frei von der Seite. Was ist, wenn ich meinen jetzt aktiviere? Na. Wir lassen das links durchgehen und machen den einfach verdoppeln. Wobei das schwierig ist, weil der Feuer verrecken könnte. Ach, das ist doch alles doof gerade. Jetzt ist meine Fähigkeit. Bitte tötet die da mich angreifen. Die Elfer da, die gleich auf 14. Oh, 22, was zur Hölle, scheiße. Die müssen weg. Die hier rein. Der Magier, den Kram ist auch nett. Ja, gut. Leider, hier hätte einer reingehen können. Gut, dann kann ich alles haben. Oh, jetzt steht da nochmal einer hinter. Warum standen die immer in der gleichen verdammten Reihe? Ja gut, aktivieren wir die nächste Runde noch. Oder fusionieren wir die in die nächste Runde einfach rein. Ja, links wird wohl eingefroren. Ein bisschen Schaden. Ein bisschen, da macht jetzt auch nichts aus. Aber ich mache halt keinen. Das ist das Schlimme. Einfach zu wenig. Jetzt friere ich sein Kram da ein. Ach, das ist auch nur so eine Eisspirale hier heute. Zack. So, ich weiß es nicht. Danach den Djinn halt wieder irgendwo hinpacken und aktivieren oder da lassen. So, 36. Leider greift er nur alleine an. Jetzt sind es noch 30. Packen einfach in die Reihe noch was nach. So. Naja, du eist mein Kram ein. Ach nee, ist nicht ein Eisen. Stimmt, es war Magier. Dein Djinn. Das ist ja wunderschön, alles Mögliche gelöscht. Möglichst viele Parallelangriffe starten? Ich weiß es nicht. Ich muss einfach nur abnippeln. Was löscht denn mal alles? Krass. Lass mal links durchgehen. Lass mal links durchgehen. Komm. Hätte ich vielleicht als erstes löschen sollen, damit ich die Fähigkeit durchpilzen können. Puff, zwei Schaden. Wow, ich habe so Angst. So, mein Djinn greift erstmal an. Friert die Rest. Ne, schießt die jetzt tot, oder? Ja. Friert dafür den nächsten Kram ein. So, machen wir bei ihm ein bisschen was kaputt.
Danke, danke. Oh, oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, wäre es. So. Und weiter. Der gelbe Angriff ist nicht schlecht und der lila ist auch nicht verkehrt. Gerade der eine, weil da halt kein Widerstand groß ist. Da steht halt nichts im Weg. Nicht viel zumindest. Ah, lebt immer noch. Und schön. Du musst einfach nur mal abnippeln. Fällt mir gerade alles nicht. Der große ist total unnötig jetzt. Wenn der Kampf gefühlt gleich vorbei ist, brauche ich den auch nicht mehr. Der hätte am Anfang mal kommen können und nicht erst, wenn das Spiel durch ist. Jetzt muss ich nämlich immer noch aufpassen, dass ich den nicht verrecken lasse. So. Haben noch eine Runde Zeit, den zur Seite zu ziehen. Muss ich also jetzt machen? Die Frage ist immer, wohin? Ich würde ihn da hinstellen. Dann machen wir hier noch aktivieren. Nee, Truppen rufen tun wir nicht. Wir löschen den da, komm. Puff. Ja, zwei Schaden wieder. Der schmeißt halt seinen Müll jetzt davor, damit er nicht verreckt. Beziehungsweise den schafft er auch noch zu aktivieren, wenn ich jetzt Pech habe. Ach Mensch, ich dachte jetzt mal langsam Schluss mit dem. Oh, ich hätte den Djinn rechts aktivieren können. Der steht ja schon bereit. Der fällt den blauen hier rüber packen sollen und dann löschen. Dann haben wir eine Mauer und einen Angriff. Das wäre auch cool gewesen. So, die 18 reichen nicht, oder? Nee. Die da reichen auch nicht. Ja, ich kann da drüben was machen, aber... Ich mache tatsächlich lieber das hier, weil da ist jetzt kein Widerstand. Oh, mein Großer wird jetzt abgeschossen. Ach, Kacke. Nicht dran gedacht jetzt mehr. Vorhin habe ich noch dran gedacht. Ach, Mist. Dann habe ich nachher im Bosskampf keine mehr davon. Ich weiß nicht, wo ich die herkriege halt. Sehr, sehr ärgerlich. Mach mal hier Platz. Genau. Oh, fantastisch. Jetzt kann meiner da durchlaufen und das Ding hier endlich beenden. Das war ja schon langsam nervig. Ist nicht hier so vorbereiten auf irgendwas. Hacke, das ist ja ein Kolosser bestellt. Jetzt habe ich nur noch 4 davon. Hey, was macht denn der da? Jetzt nimmt er sogar noch einen weg aus der Reihe, die ihn vernichtet. Was für ein Quatsch. Hätte er nicht einfach den Blödsinn davor schmeißen können? Er hätte das vielleicht noch überlebt. Nun gut, die Prioritäten der KI sind für mich absolut nicht nachzuvollziehen. Immer noch nicht Level 10. Ach komm. Muss ich wirklich noch einen Kampf machen, damit ich Level 10 kriege? Ah, wir müssen ja, was sollen wir machen? Und dann gehen wir auf den Weg nach oben, Level 9, Den löschen oder einen Angriff machen? Den erstmal löschen. Dann haben wir zumindest Züge gewonnen.
So, drei gelbe Formationen und wir sind vorbereitet, den blauen fertig zu machen. Den lilanen hier rüber und dann die zwei blauen dran. Oder von denen hier rechts hier dumm. Jetzt schmeißt er schon seinen Magier davor. So. Jetzt müssen wir ein bisschen nachholen, damit er nicht zu viel Schaden erleidet. Leider wird das mit dem Nachholen so richtig erst später was. 4 Runden braucht der Djinn, ja? Ne, 3. 3 braucht der. Ich habe überlegt, hier einen Lilanen draufzustellen und dann hier zu löschen, aber ich habe jetzt noch einen Zug und die greifen gleich an, dann stehen die halt schon wieder anders. Dann passt ja gar nichts mehr, also kann ich auch nutzen, was ich hier will. Und packen wir danach noch blaue hinter. Dann können wir auch den hier nehmen. Aber der ist halt auch gerade mit der Farbe schon fast über... Na, dann nehmen wir doch den. So, jetzt zwei blaue hier hinter. Und dann aktivieren, dann wird es noch besser. Bin ich aber mehr offensiv statt defensiv. Ich habe halt überlegt, erst Mauern zu machen. Ich glaube, das muss ich verwerfen. So. Dann ist der bei 4. Wenn ich den Djinn jetzt aktiviere hier durch, dann ist der bei 3, der bei 3 und der Djinn bei 3. Alles nur für diesen einen Angriff quasi vorbereitet. Gar nicht mehr darauf geachtet, was der da so großartig macht. Der scheiß Magier schießt natürlich hier übelst. Aber, puff. Das, denke ich mal, könnte sehr gut sein. Mist, dann wird es eine Mauer. Keine Mauer, sondern ein Angriff. Halt, wir machen das so und jetzt rein. Hab ich da eben drüber nachgedacht. Also. Ist ja jämmerlich. Oh, einfach noch mehr blaue machen. Und jetzt nochmal eine Mauer? Damit er gar nicht mehr getroffen wird. Ja, da kommt nicht mehr durch. Oh, ist das schön. Aber die danach, die kommt vielleicht nochmal durch. Hier einfach alles reinhaut, damit er nichts machen kann. Da wird jetzt nichts mehr mit Mauer, also machen wir einfach weiter angreifen. So, das sollte doch gehen. Oh nein, das tut ja echt meine ganzen Mauern und Angriffe. Aber das ist immerhin eine Vierer-Kombination, eine Fünfer-Kombination, ne, eine Vierer. Der eine ist bei 3 Runden, eine Vierer-Kombi. Das heißt, die nächste Runde ist sein Ende. Jetzt noch hier die Mauer lösche, dann machen wir sie auch noch einen Gegenangriff vorher, damit er nichts mehr aktiviert kriegt. Ja, war okay. War okay. Besser jetzt natürlich immer. Ach komm, mach weg. Ja, ich brauche nicht drüber nachdenken. Das Ding ist durch. Komm, mach irgendeinen Quatsch. Ja, Mauer, wow. Oh, noch eine. Ich habe solche Angst vor deinen Mauern. Ich muss zugeben, dass ich jetzt echt Angst habe vor seinen Mauern. Es sind ganz schön viele geworden. Ich finde es ein bisschen Quatsch, dass der Golem mich zuerst angreift. Sie so lange braucht, weil der ja eigentlich dafür da ist, die Mauern loszuwerden. Aber es hat gereicht. Das heißt, der Golem zerschmettert die Mauern. Aber er ist derjenige, der erst angreift, wenn alles durch ist oder fast alles durch ist. So eine Angriffsreihe würde ich gerne mal wissen. So, wir sind zumindest Level 10.
So, weiter geht's. Noch alle Einheiten. Naja, mehr oder weniger, sagen wir mal so. Na, da gibt's ja echt keine Rätsel mit ihr, ne? Schade. Ne, würde ich jetzt nicht. Ich nehme den Kampf da oben jetzt noch mit. Vor dem Tor da mit den. Mit dem Spion, der gefangen wurde. Ist hier irgendwo ein Weg nach drüben? Musst du irgendwie noch eine Spezialeinheit kriegen? Das war schnell abgewehrt. Ich habe einfach mal doppelt auf die Felder gedrückt, damit da kein Angriff kommt und falls noch mein Charakter irgendwas sagt, hey, hier ist doch ein Geheimgang. Ups. Upsi. Auf das Feld sollte man natürlich nicht doppelt drücken, wenn man wieder zurückläuft. Ich wollte euch bloß mal zeigen, wie toll der Ladebildschirm ist. Den haben wir nämlich ein bisschen vermisst zwischendurch. Nee, Quatsch. So, dann machen wir doch ihn jetzt. Nee, ihn da würde ich jetzt machen. Der Level 10er. Mit zwei Fünfer einheiten. Ja. Hilft ja nicht. Müssen wir durch. Was ist das hier für eine Kacke? Ich kann einen blauen aktivieren, einen gelben rüberpacken, aber ansonsten ist doch alles Mist. So. Das liegt alles schlecht. Ich muss nur noch meinen Djinn retten. Da drüben muss theoretisch auch noch irgendwas blocken. Ach Mann. Na, können wir jetzt machen, weil bringt ja sonst eh nichts mehr. Den Djinn aktiviert, dann kriegt er zu viel Schaden ab. Das hilft mir ja auch nicht. So, komm. Zum Glück hat er nicht von Anfang an eine große Einheit, die aktiviert ist, aber ich leider auch nicht. So, wenigstens ein bisschen was rausgeholt. Der links, der schießt jetzt durch, macht mir zwei Schaden. Der rechts tötet meine Einheit, macht mir zwei Schaden. Oh, drei hier sogar, Entschuldigung. Wie schaut sonst aus? Der aktiviert da drüben noch den Magier, aber der wird wahrscheinlich weggefriest von meinem Djinn. Und rechts, die schaden ihn leider nur mehr nicht. Gut, dann aktivieren wir ihn. Aktivieren wir ihn. Und gucken mal, was noch so kommt. Und zum Glück nicht in der Reihe, wo den seine Gremlins schießen. Also, dass da keine große Einheit aufgetaucht ist. Steht schon wieder alles bescheiden. Ich krieg halt nichts kombiniert. Mit einem Drück sozusagen. Nur sowas hier und dann irgendwie den hier rüber und hier was dran gepackt. Muss ihn aktivieren, Kacke. Scheiße, ich wollte überlegt, ob ich das nächste Runde mache und dann habe ich hier zwei gelbe Formationen. Das geht ja nicht, ich muss ja. Kann ich nicht mal eine Mauer draus basteln? Ach komm. Tötet er noch meine untätigen Einheiten? Ne, tut er nicht. Okay. Gut, zumindest haben wir nichts weiter verloren. Jetzt hat er seinen ersten großen, sehr unschön für mich. Aber meine Fähigkeit ist fast fertig. Vielleicht kriegen wir ja, wenn wir jetzt Schaden machen,
und kriegen den hoffentlich tot. Oh, ich habe ihm noch Platz gemacht, damit er frei hat. Ah. Ach, Mann. Das war ganz nett. Oh, sogar noch mit Mauer raus kombiniert. Ja, den Djinn in der Reihe, wo ich ihn jetzt haben will, ist ein bisschen spät dran. Dann warten wir das vielleicht noch ab. Andererseits jetzt weiß ich noch nicht, was ich mit dem Rest machen soll. Also komm. Ach gut, nichts hintergefallen. Der Licht ist mal dahinter Platz, macht eine Mauer. Okay, jetzt hat er nicht mehr so viel Zeit, noch zweimal, bevor meine den angreifen. Wir bereiten den Djinn vor, mit dem anderen zusammen. Dass der Djinn halt bei drei Runden ist, ist ein bisschen ungünstig. Weil meine Krummsäbeltypen hier ja auch bei drei Runden sind. Das muss ich die halt in der gleichen Runde aktivieren. Hat also Vor- und Nachteile sowas. So, nur mal ein bisschen Schaden, aber es war ja fast nix. Mann, ich brauche noch einen gelben mehr. Komm, wir kombinieren euch einfach. Das wird doch jetzt ein Angriff und eine Mauer. Eine Mauer? Ach, reicht nicht. Eine Mauer löschen. So, komm, hier in den rein. Das wäre schön. Ja, oh, danke, ist weg. Links heizen so ein bisschen durch. Okay, ich krieg leider keine gelben mehr aktiviert. Das ist unschön. Also nehmen wir einfach ein bisschen davon was. So, zwei Schaden. Zwei Schaden von den Gremlins kann man immer in Kauf nehmen. Es sei denn, man hat nur noch zwei Treffer, dann kann man sie nicht in Kauf nehmen, aber da hat man davor schon viel falsch gemacht, glaube ich. So, jetzt haben wir rechts hier noch Platz. Ich hätte doch schon wieder vorbereiten können, aber ach. Ich hätte den noch hier hinter mit aktivieren können. Ach, auch unwichtig. So. Guck mal, irgendwo was Feines zustande. Der blaue wieder, aber der steht halt ungünstig. Wobei, der Angriff reicht nicht aus. Aber er kann halt auch nicht aktiviert werden gerade. Lass mal abwarten, bis ein bisschen Platz sich ergibt hier gleich. Danke. Für die 21 Schaden, die immer mal reinheizen. Uff, sind nur noch 8, schade. Die rechts müssten hier nochmal Schaden machen. Mal einfach weiter angreifen, die Blöde. Die ignorieren den Rest. So, rechts eingeeist. Puff, ein bisschen Schaden. Da nochmal ein bisschen Schaden.
So, die schießen halt auf meinen Großen, ja. Der muss vielleicht dann doch mal zur Seite. So, was gibt's hier Schönes? Hm. Puff. Ein Schaden leider nur. Ja, ich komm hier auch nochmal ein. Hier ein mit dran. Nee, den Jin hier rüberpacken. Hm. Muss aber noch 13 Schaden machen, komm. Einfach nicht tot. Fehlt meine Mauer hier drüben aus? 6, die Einheit 3. Gut, sollte passen. Der geht auf 7, durch den anderen Kram auf 8 oder 9. Sollte trotzdem passen. Jetzt passt es auf jeden Fall. Haben wir den Großen geschützt. Auf 8 ist er gegangen. Oh, hier passt einfach ein Blauer rein. Oh, hat der's schön. Aber er wollte nicht. Er wollte nicht. Er will lieber den blauen Magier aktivieren. Dafür hat er den anderen halt verloren. Mann, ich wollte die ganze Zeit das hier nicht machen. Und anscheinend kämpft er so dolle gegen mich, dass ich hier das echt noch machen muss. ...15 Schaden erlitten. Schäm dich. Ja, da jetzt macht er das. Hat er sogar noch die gelben damit. Na gut. Dafür gibt es jetzt Blitze. Die gibt es auch kostenlos. Naja, gut, die kosten mir schon Magiepunkte, aber... Oh, Platz gemacht. Hm. So, den... Den... Es reicht ja einfach nicht. Die kommen auch nicht hier noch durch. Mann, der will einfach nicht sterben. Ich will doch bloß gewinnen. Warum machst du es mir so schwer? Och. Da kommt nur noch mal 2 Schaden oder so durch. Puff, puff. Und nur einer. Ist eigentlich nicht so besonders cool. Es ergibt sich gerade auch nichts. Oh shit. Untätige Einheiten, mein Jin stirbt. Nein. Ach, Kacke. Ich weiß auch nicht, wo ich die Einheiten noch kaufen kann, denn was ist, wenn ich hier wirklich alle verlieren sollte in der Kampagne gerade? Bin ich denn durch? Habe ich denn verloren? Oh, schön den Nagel getroffen. Jetzt wollte ich mir hier ihn, ey. Schnauze voll. Hm. Mana. Ach, eine Runde zu früh. Ah, hätte ich. Wobei, der hat bloß noch 12 Treffer. Komm. Oh, das ist ein großen auch noch, aber der kriegt er gerade nicht. Ah, jetzt muss er überlegen, löscht er den hier oder holt er sich andere ran? 21, da friere ich den Opus ein. Wow. Ach, zieht sich ganz schön. Zieht sich ganz schön der Kampf. Okay, aktiviert lieber einen Angriff. Einfach 3 löschen. Ich weiß es nicht.
Hier kommt ja jetzt nichts. Hier kommt jetzt nichts. Hier kommt jetzt nichts. Oh, super. Ach, den sein Kack Magier für Untätigkeit ist gleich wieder dran. Oh, hat die reicht. Hat die reicht. So, die steigen natürlich nicht, aber hier, oder? Ach, immer noch nicht reicht. Jetzt war echt noch ein bisschen Abgabe, noch ein bisschen grinden. Aber erstmal hier. Danke für meine Befreiung. Nehmt diesen Phönix als Zeichen meiner Dankbarkeit. Collect them all habe ich gerade als Trophäe gekriegt. Ich habe jetzt alle Spezialeinheiten. Ich will den Phönix aber nicht nehmen. Wenn ihr andere Truppen braucht, kann ich sie beschwören. Ja. Braucht ihr Einheiten, junge Frau? Ich kann sie beschwören. Was braucht ihr? Jins? Ich muss nichts dafür bezahlen. Aber ich habe auch, glaube ich, gar keine Ressourcen, oder? Nö, mit ihr kriegt man nichts. Nein, nein. Jetzt, Mann. Ah, lass mich doch in Ruhe. Ich habe mich einfach nur verdrückt da oben. Weil diese Felder so bescheiden sind. So, jetzt noch irgendwen? Nö, jetzt haben wir alles. Ja, Phönixstufe 1. Hinterlässt eine feurige Spur und kann die Formation. Die Formation wiederbeleben, wenn diese in der Ladezeit eines Phönix sterben. Okay, der lädt also 5 Runden auf und alles, was in der Zeit verreckt wird, wieder aktiviert oder wieder taucht wieder auf. Ja, ist nicht mal verkehrt. Aber ich bräuchte halt jetzt am besten. Ich werde einen Magier gegen den Bosskampf machen. Ja. Ja. Den hier noch eine Stufe höher. Die Titanen auf 5. Ja, ich brauche noch nicht nach oben gehen. Ich muss noch mal ins Bekämpfe machen. Sowas muss ich hier tatsächlich jetzt noch mitnehmen. Ich werde gegen Blutkrone nicht kämpfen mit einer Vierereinheit. Wenn der sowieso schon Level 15 gefühlt hat oder 20 dann. Ich weiß nicht, wie stark der diesmal wird. Also mal kurz noch ein bisschen grinden hier. Überlegen, was ich mache. Ich hier hinter erstmal. Ja, alles sind sowieso nur 3 Runden. Das Einzige, was ich machen könnte, ist links, aber da komme ich halt auch an nichts ran. Dann müsste ich da bloß löschen. Ach. Ich glaube, so ist schon ganz schick. Hier steht es mittelmäßig, links steht nicht schlecht. Ja, er muss halt nicht allzu viel machen. Damit er irgendwelche Formationen bekommt. Was war das denn für ein Quatsch? Naja, gut. Jetzt greift der kleine Mist halt an, ein bisschen was geht sogar durch. Unverschämtheit. So, mach ich mit dem Rest. So. Hat so viele Einheiten hier stehen. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, ja, ja. Oh. Das waren alle. Das waren einfach mal alle. So, aber jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Wir löschen bloß eben, damit wir nächstes Mal Truppen rufen können, die hoffentlich gelb sind. Und hinter dem Koloss fallen. Hinter dem Titan. Titan ist das ja. Ja, heute also wieder kein Bosskampf, aber wir sind ganz nah dran. Die Vorbereitung läuft. Ihr merkt es doch, hoffentlich. Packe ich jetzt welche dahinter?
den Rest rufen. Das ist ein Djinn hinter dir fallen. Was für eine Kacke. Ich könnte doch einfach löschen und wieder bei dem Magier beschwören lassen. Das ist mir egal, denn. Das würde ja gehen. Die greifen halt gleich an. Das ist halt unschön. Das sollte reichen. Sollte reichen. Das ist jetzt natürlich gefährlich. Weil ich dann wieder bloß einen Zug frei habe. Weil der macht auf jeden Fall 14. Das heißt, der kommt durch. Aber er ist ja aktiviert. So, jetzt müssen wir Mauern davor bauen, damit der lilane Djinn dort nicht meinen einfriert und das nur, weil er unendlich lange braucht. Natürlich. Das war ja wieder klar. Na, rechts einfach durchlassen, komm. Hauptsache, wir haben da an dem großen eine Mauer. Wie kommt hier ein Neuner? Jo, der kommt nicht durch. Der schießt durch und die anderen heizen dann durch. Na gut, dem ist dem so. Können wir nicht großartig ändern. Gar nicht, was der Gegner macht. Ich überlege bloß, wie ich es gerade anstellen will. Weil der macht leider meine Einheiten kaputt. Ich wollte sonst die gelben hier als Dreierkombination machen, aber das bringt mir nichts. Überall machen sie hier was kaputt. Unverschämtheit. Ich hätte den Djinn gar nicht aktivieren sollen, sondern erst mit dem zusammen. Das wäre viel besser gewesen. Jetzt können wir das aber zumindest entspannt machen. So. Aber der Djinn friert mich ein. Ach komm. Bei drei Runden. Mist. Das heißt, es wird wieder kein Fusionsangriff. Und jetzt gibt der auch gleich noch Ostschaden von den Schützen. Ach Mann. Hätte ich mal besser aufgepasst und hätte da Mauern hingeklatscht. Komm, wir machen hier einfach weiter angreifen. Muss ich zugeben tatsächlich? Ich meine. Meine Videos laufen ja immer so 16, 18 und 20 Uhr. Zumindest momentan. Dass ich hier heute, glaube ich, 10 Folgen von dem Spiel aufgenommen habe. Gefühlt. Mit einem Einpack jetzt. Ich würde es halt durchkriegen. Ich bin also ziemlich drinne, aber auch gleichzeitig schon ziemlich fertig und ziemlich müde. Konzentration lässt dementsprechend auch schon nach. Gelbe Einheiten entweder vorbereiten. Oh Kacke. Da schießt der Djinn ja wieder durch. Ach Mensch, ja, wo man hinguckt. Der greift halt überall an mit dem Djinn-Kack. Schaden erlitten. So will der meine kleinen Einheiten zerstören. Aber jetzt greift doch mein Großer an, oder?
Ne, tut er nicht, weil der ja verzögert wurde, stimmt. Dort machen wir auch noch ein bisschen Platz. Ah, der Djinn leider nicht. Greifen wir halt hier an. Greifen wir hier noch mit an. Greifen wir da noch mit an. Müssen wir halt durch hier mit dem Wasser. Stirb, verreckel. Noch eine Runde. Den Zug müssen wir noch machen. Und einmal gucken, was er macht. Oh, er hat hier so gut hier links zur Verteidigung. Ist völlig unnormal, was hier alles steht. Wie schön sortiert. Hier einen lila in den Reihen, die löscht. Hier einen blauen hinterher. Oder erst den blauen, den rücken die hoch. Da kann man das auch noch machen. Muss man aber den blauen nehmen. Oder? Und den muss man auch nicht. Vollkommen egal. Jetzt echt gut, so ein Mist. Ja. Heiz mal durch da. Danke. Wieso steigt der nicht? Hm. Ich habe aber noch alles, ja. Ja, ich muss halt jetzt rumgweinen. Ich glaube, das Gweinen hier, was ich jetzt hier machen werde noch, bevor ich denn den Bosskampf quasi fürs nächste Mal habe, denn unsere Zeit ist um, den mache ich jetzt tatsächlich mal offscreen. Insofern, danke wie immer fürs Zuschauen und bis bald. Ciao, ciao.